und herzlich willkommen zur 42. Folge unseres Let's Play Together Ranch Simulator. Wieder mit dabei, die Susi. Moin. Ich habe das Licht über Nacht eingelassen. Oh Gott, ich sollte hier auch mal aufstehen. Ja, macht Sinn, ne? Viel zu tun, packen wir es an. Gut, dann lade ich hier schon mal die Würste ein. Du musst mich schon mal durchlassen, bitte. Ich hätte eins auf Tasche. Und immer noch durch. Ich komme nicht durch. Dankeschön. Oh. So. Dann werde ich erstmal. Halt. Schwein ist hier. Tür zu. Oh, Schiete, da ist jetzt eins rausgegangen. Oh. Okay, komm mit. Viel Spaß beim Einfangen. Habe ich schon. Wir laufen schon zusammen Hand in Hand. Also alles so. Das geht alles. Zwar nicht zufällig das, was... Nein, natürlich in welche andere Richtung gelaufen. So nach dem Motto, auch nett, dass du direkt rauskommst oder so. Ja, so ungefähr. So. Von drin her. Ach, der will einfach. Das gibt's doch gar nicht. Sag mal, kommst du mal zurück und drin hier. Komm, drin hier. Hopp. So. 22, 23, 24%. Jawohl. So, den bringe ich jetzt. Tja, welches ist denn das jetzt? Dich nehme ich mit. Hopp. Komm. Durch die Tür schaffen wir es nicht mehr. So. In der Zwischenzeit fahre ich mal eben los. Ja, bringst du bitte noch ein männliches Schwein mit? Oh, jetzt hänge ich hier mit diesen Viechern an den Gartenzaun. Noch ist ja ein männliches Schwein für die Zucht oder was? Genau, das für die Zucht, weil ich muss ja eins töte ich heute und eins dann schlachte ich morgen. Ja, komm mit Emir. Ja, nee, das Ding war ganz einfach das für die Zucht, das wollte ich leben lassen, um auszuprobieren, ob das... Ja, dann bring nur eins mit, denn ich schlachte jetzt eins. Aber ich schlachte jetzt eins aus dem normalen Stall, nicht aus der Zucht. Ja, also. Genau. Aber ich weiß nicht, was mit dem passiert. Der platzt bald. Also ja, wenn er platzt, dann wissen wir, dass es nicht funktioniert. Aber das will ich ja eben ausprobieren. Sonst wissen wir es ja nie. Richtig. Ja. Tot. Kann natürlich sogar sein, das will ich jetzt nicht ausschließen, dass wir für die Zucht überhaupt keine brauchen, ne? Keine Eber. Das weiß ich auch nicht. Naja, wo sollen sie die... Ja, gut. Alles gut. So, der Hirsch liegt auch auf der Ladefläche. Okay. Ja, der stand hier unten in der Auffahrt oder neben der Auffahrt. Da dachte ich mir, du stehst mir im Wege, jetzt musst du weg. So. Ja, bitte? Um die Kuh zu holen, brauchst du das große Auto, ja? Ja. Heute im Angebot, oder? Ei, Schweinswurst, Hähnchenfleisch. Wenn das die Schweinswurst ist, die rohe, dann sollten wir uns drei Kisten von der rohen schnappen. Ja,
Ja, das ist, weiß ich nicht. Probier doch erstmal eine aus und dann machst du von jeder eine. Dann wirst du es ja sehen. Was hältst du denn Die davon? Schweinswurst als Salami bringt 90. 90 Tacken, eine. Eine. Wir haben jetzt 9 Stück auf dem Auto, macht 810. Oh. Aha. Also doch geräuchert. Die Geräucherte. Jetzt will ich natürlich wissen, was los ist. Denn da steht ja nichts von geräuchert oder roh. Richtig, Jetzt wenn du nehme das. ich mir die 3 Boxen. Einen lasse ich dir. Okay. Moment, jetzt bin ich falsch gefahren, ne? Ja. Nehme ich mir die 3 Boxen und lade die auf. Wenn nicht, bringe ich sie halt wieder mit zurück. Du hast sie ja schon auf dem Auto. Nein. Die stehen hier aber nicht mehr. Die stehen im Kühlraum. In der Ecke an der Wand. Alles gut. Ich hatte mal so ein bisschen aufgeräumt. Ja, gerne. So, da hast du deine Kühlbox. Ah ja. Das dauert noch. Ach so, kann ich ja eigentlich gleich mitbringen. Ah, bitteschön. Genau. Pass mal auf, lass du mich doch mal, dann gehe ich jagen. Lass mich beim Dings raus, dann gehe ich jagen und du gehst das verkaufen. Was hältst du denn da? Ach nee, das können wir zusammen machen. Ist ja albern. Eben, wir nehmen ja, wenn wir die Bären jagen, nehmen wir ja nichts mit. Richtig. Nein, nein, war jetzt ein Denkfehler meinerseits. Alles gut. Passiert. Du, ich habe heute auf Arbeit Kaffee gekocht. Was soll ich dir sagen? Meine Kollegin fragt, was plätschert denn hier? Habe ich vergessen, die Kanne runterzustellen. Der gute Kaffee. So ein Kaffeemissbrauch, das geht natürlich gar nicht, ne? Ja. Jetzt rechne ich dir aber nicht aus, wie viel Gramm Kaffee ich verwende. Um zu gucken. So, jetzt bin ich gespannt. Überall sind übrigens 12 Würstchen drin, ja? Ja, so, es steht nach wie vor nur Schweinswurst. Da steht nichts von Roh oder sonst irgendwas. So, und die bringen 60, die Rohen. Ja, aber ist ja gut, verkauf Ist die. genauso viel wie sonst Geräucherte. Okay. Oder beziehungsweise sogar mehr. Die Geräucherten bringen 50. Das sind jetzt alleine, diese 3 Kisten sind 2160. Okay. Und somit haben wir jetzt 4616. Was? Ja, tut mir leid, er. Er wollte, er war hier. Okay. So, der Rest ist ja leer, ne? Ja. So, dreimal wild sind 45, verkaufen. Gut. Okay. Also jetzt Bären jagen. Ach, das wird ja nur, das wird was werden. Also, da haben wir bestimmt 7, 8 Bären. Oh, ich lasse aber auch keinen Baum aus, ne? Ich wollte gerade sagen. Wenn, dann muss ich sie alle mitnehmen. Gleichberechtigung muss sein. Ja. Also ich kann dir noch nicht mal sagen, ob wir diese Dings da hatten. Oh, weia, das ist aber schon böse. Aber das sind so Kleinigkeiten, das fällt einem gar nicht auf. Muss ich bloß mal gucken, wie viel. Ah ja, ich werde mal. Gott, ich sehe hier gar nichts in dem Regen. Einmal nachladen, das hatte ich nämlich vergessen. Genau. Stehst du schon in Position? Ja. Super, dann. Wir müssen hier das Holz noch wegräumen. Das mache ich dir mit meiner Karre. Mal gucken, wie viel darauf geht. Erstmal, warte mal, gucken hier. Ja, die Kuh müssen wir ja dann sowieso mit einem holen. Genau. Okay, hier ist kein. Ach, das ist der erste Bär schon.
So, ups, zweimal angeschossen. Ich habe zwar dreimal geschossen, aber der ist mal wieder geflitzt. War er wieder schneller als du, ja? Ja, er ist direkt hinter mir. Ich spüre seinen Atem. Ui. Ja, so ein warmer Atem im Nacken kann ja auch interessant sein. Das gibt keine Gänsehaut. Wie sagt man dazu? Menschenpelle. So. Hast du davon? Ja, das hat er davon, wenn er fremde Frauen angräbt, oder wie war das? Tod. So. Ach, das ist ja gleich der nächste. So, auch ja. Zweimal. Wieder einmal daneben geschossen. Ja, natürlich. Deswegen habe ich ja zweimal getroffen. So. Dann gehe ich mal Bär Nummer 3 holen. Ich bin ja mal gespannt, wie viele Bären das sind. 3 hatten wir jetzt, ja. 2 hatten wir jetzt. Wollte ich sagen, 3 kommt jetzt oder auch nicht. Also wir gucken mal. Okay. Nein, hier spawnt erstmal nichts. Also mindestens 2 müssen da noch irgendwo rumfliegen. Mindestens. Flitzen, Fall, nicht fliegen. Weil wir ja, aber sie sind hier nicht. Lass mich mal kurz das ablaufen, damit sie spawnen können. Ich guck mal hier unten noch, ob da was ist. Nein. Hat der jetzt die Bären uns weggenommen oder was? Wir waren uns einig darüber, dass es seit der letzten Aufnahme kein Update gab. Nicht, dass ich wüsste. Problem ist aber, es müssten hier mindestens für jetzt 8 Dinger. Wir haben 4 Tage bzw. 3 Tage nicht gejagt. Also es müssten diese. Ich bin der Meinung, es gibt jeden Tag 3 bis 4 und und wenn du am nächsten Tag nicht oder wenn du einen Tag nicht jagst, kommen 2 dazu. Wenn du mehrere Tage nicht jagst, kommen keine zusätzlichen. Warte. Ah! Entschuldigung! Es wäre vor Schreck beinahe vom Blaster gefallen. Ah, er hat mich erwischt! Ich weiß nicht, wo ich lang rennen muss. Guck mal bitte. Ja, genau, geradeaus. Ich hab ihn aber auch noch nicht erschossen. Ich habe ihn noch nicht angeschossen. Tut mir leid. Oh, weia. Ich gehe mit Leidenschaft jagen, das merkst du. Ja. Der hat gebissen, entschuldige bitte. So, 2-mal habe ich ihn jetzt. Okay, jetzt sehe ich euch. Okay. Ui. Bär Nummer 3. Oh, warte. Jetzt kommt Bär Nummer 4, habe ich schon im Visier. Gut. Oh, wieso? Moment, ich treffe, aber ihm passiert nichts. Ja, dann sorgt dafür, dass er erstmal ein Stück hinterherkommt. Er kommt.
Bin schon gleich da bei der Kann sein, dass der irgendwo hinter, ja, dass die Kollisionsabfrage da nicht gestimmt hat. Also noch nie keine Treffer, Doch, 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 doch. Ich habe ihn zweimal, also eigentlich müsste ich ihn dreimal sogar getroffen Zwei, haben. zweimal hattest Und ja, aber er hat die andere Kugel nicht angenommen. So, das war Bär Nummer du. vier. Die Kugel nicht angenommen. Hätte ich an seiner Stelle wahrscheinlich auch nicht getan. Hallo? So, da muss ich ja aufpassen, denn das letzte Mal hat er mich auch so erschrocken. So, jetzt renne ich mal auf die andere Seite und wieder ein Hunderter. Das So, ist ja. sehe ich richtig, dass wir jetzt vier haben, ne? Ja, genau. Da ist Bär Nummer 5. Okay, bin zurück. Kommst du? Ja. Bär Nummer 5. Ups. Zweimal hast du. Zweimal habe ich. Ich habe das Gefühl, wenn ich hier nicht aufpasse für einen Schießhund, du, dann spawnen die neben mir. Na, das ist ein Reh, aber kein Bär. Also wir haben hier. Ja, das Problem bei dem Reh ist, das kommt dir nicht hinterhergelaufen. Genau. Aber da kämpft. Okay, pass mal auf. Jetzt mache ich mal. Kommt beide mit. Zwei Bären. Er mich wieder aufstellen. Glaube ich richtig? Ich weiß es Nein, jetzt falsche nicht. Richtung, falsche Richtung. Welche ist es? Die? Ja, so ein ganz leicht links. Hier? Ja, genau. Ach du Scheiße, dann bringe ich dann noch einen Bären mit. Dann muss ich. Oh, Bringst du du Scheiße. drei mit? Dann bringe ich drei mit. Okay, dann sorg dafür, dass du voll geladen bist. Bin ich. Laufe ich richtig? Ja. Oh ja, alle drei bringe ich mit. Aber das Auto bitte so hin, dass ich da auch dahinter komme. Das wird was werden. Oh, Schiete. Hast noch keinen angeschossen? Doch, eigentlich habe ich zwei Bären jeweils zweimal angeschossen, aber den Okay, dritten dann kommen wir mit der Munition ja ohne Probleme hin. einmal. Ja, wenn nicht, laufe ich wieder im Kreis. Richtig, ganz genau. Ah, bis So. du geladen hast. Oh, warte, ey. Tatsächlich. So, jetzt renne ich mal ein bisschen schneller, damit wir die nacheinander haben können. Denn lohnt sich das wenigstens. So. Alle drei. Es tut mir leid, aber ich musste jetzt hintereinander wegballern. Ja, war doch in Ordnung. So, kriegen wir den dann noch rin? Ja, ne? Ich gucke jetzt nochmal, aber mehr dürften es, glaube ich, nicht sein. Das wären jetzt, glaube ich, sieben Bären, richtig? Richtig. So, ich kann alle drei verkaufen, also der Ja, liegt noch super. drin. Das ist klasse. So, aber ich glaube nicht, dass es noch einen gibt. Die hatten sich übrigens gerade einen Hirsch genommen, ja? Ja, wenn keine Bären mehr da sind, sollten wir dann den Hirsch übernehmen. Ja, ich guck erst mal, ob der tote Hirsch noch da liegt. Das weiß ich ja nicht. Ich bin ja dann losgeflitzt.
Ich weiß nicht, ob wir die kriegen können. Das wäre natürlich auch noch. Die sind gleich mit hinter mir hinterher. Willkommen. Ich bin bei irgendeiner Bushaltestelle. Na toll. Nee, hier ist noch. Ich dachte, ich sehe noch auf der Straße das Tier liegen, aber keine Ahnung. Also sprich, der Hirsch ist weg. Wahrscheinlich ist der despawned, ja. Schade eigentlich. Du bist aber noch lange nicht an der Stelle, wo du vorhin warst, ne? Okay, na, ich laufe jetzt auch wieder zurück. Ach Vielleicht ist so. es besser. Warte mal. Da bist du lang. Warte mal, ich guck mal jetzt nochmal nach. So, warte mal, da bist du lang. Ich bin auch komplett anders gelaufen, denn. Denn du warst da hinten in der Nähe von der Straße. Genau. Jetzt laufe ich hier nochmal. Aber ich stand hier, weil ich bin hier tatsächlich bei der Bushaltestelle. Da war aber keine Bushaltestelle vorhin. Ich habe ja ungefähr gesehen, wo du warst. Ich fahre da mal hin. Okay. Wenn ich unterwegs einen Hirsch oder so erwische, dann oder sehe, dann schnappe ich mir direkt. Ja. Einmal getroffen. Ich hab ihn. Ja, aber der Hirsch, den ich gesehen habe, der war tot. Ja, der hier jetzt auch. Ah ja, gut, ja. Wenn du ihn zweimal triffst, dann ist er tot, ja. Okay, das wäre. So, hier ist die Straße. Ich laufe jetzt mal die Straße lang und gucke einfach mal. Nachgeladen hatte ich schon, okay. Ich habe übrigens bloß noch 4 Schuss, ja. Wie insgesamt? Ja. Also 10, nein, nein, jetzt noch eine volle Ladung und dann 4 Schuss. Ich habe noch 10 Kugeln auf Lager. Ich Okay, laufe dann müssen mal wir in die welche holen. Flasche. Ah, jetzt rollt das hier bergab. Das ist doof. Aber du verlierst, wenn ich schieße, verlierst du doch deine Patronen nicht, ne? Nein. Das heißt, du müsstest ja noch ein A voll Patronen haben. Ja. So, pass mal auf, ich laufe jetzt mal die Strecke hier hoch, aber ich glaube nicht, dass das so weit war. Guckst du mal bitte, ob das hier hoch ist, wo ich hinlaufe? Ich bin jetzt gerade hier mit dem Fleisch beschäftigt. Okay, Ich muss nein, aufpassen, dass dann. mir das nicht wegrollt. Genau, dann mach erst dein Fleisch bitte, dann gucke ich hier nach. Auf die Straße. So, ich habe jetzt einen Hirsch getötet. So. So, das Fleisch habe ich gefunden. Das habe ich jetzt auf die Straße gelegt. Jetzt muss ich mal gucken, wo das Auto ist. Da vorne ist eine Bushaltestelle, da steht das Auto. Okay. Hole ich das Auto ran. So, also ich habe auch noch 3 Stücke Fleisch auf der Straße gelegt. Ja gut, das Ding, das Tier ist nicht mehr da, also albern, dass man hier guckt. Du bist an einer völlig falschen Stelle. Nein, nein, komm hoch, komm hoch. Hier ist Licht, hier liegt was. Zurück. Ja, du musst leider hierher kommen, weil hier ist das. Wo ist denn der? Moment, wo bin ich denn jetzt gelandet? Oh, ich bin jetzt in etwa an der Stelle, wo du vorhin warst. Okay, liegt da was? Nein, ne?
sagte in etwa. Das war ja nicht direkt an der Straße, ne? Na gut, doch, das war direkt an der Straße. Doch, das weiß ich, weil ich bin ja die Straße lang gelaufen. Ansonsten komm bitte zurück da, wo du mich jetzt siehst, weil da stehe ich mit Fleisch. Ich kann das leider nicht einpacken. Und ich sehe leider auch nicht mehr so viel. Nee, im Augenblick ist es ein bisschen sehr duster. Ja. Okay, warte, ich pack das weg, dann helfe ich dir. Und los Och, mit was dir. mache ich denn? In der einen Kiste sind schon vier drin, ne? Ach so, okay, das habe ich gar nicht. Ich dachte, die wären alle leer. Dann pack es da bitte rein, ja. Mit den einen habe ich angeschossen. Aber nur einmal getroffen. Moment. Die Kiste ist leer. Die Kiste. Ach so, das hattest du dahinter. Ah ja. Jetzt habe ich es gefunden. So. Okay. So, mal erst mal gucken, wo wir hin müssen. Ja, dann können wir direkt an der Tankstelle vorbei. Na, perfekt. Können wir noch mal eben schnell voll tanken. Halb voll ist er zwar noch, aber bevor wir dann hinterher wieder mit zu wenig Sprit liegen bleiben. Genau. Wir hatten so eine komische Kurve hier auf den Bergkuppe gebaut. Ist voll und ab nach Hause. Genau. Ups, wenn ich einen Weg finde. ja. Also dieser Lichtkegel ist ja irgendwie lächerlich, ne? Halt! Stopp! Nein, wir haben hinten noch Fleisch drauf. Du wolltest es erst verkaufen, nicht so. Ich dachte, jetzt so hätte sich verfahren. Aber der hat, glaube ich, zu, ne? Ja. Das ist nicht dein Ernst. Es ist 22 Uhr. Ja, ist ja gut. Ja, nun fahr doch um die Kurve rum, wenn ich da rumlenke. Tut sich aber schwer, wenn er vollgeladen ist, wa? Die olle Karre. Nö, das geht eigentlich. So, was müssen wir noch machen? Die haben sich gerade hingelegt, wie ich da reingekommen bin. Wir müssen das Fleisch zur Wurst verarbeiten. Das machen wir aber morgen denn bitte. Mhm. Und dann können wir... 1, 15, da sind 20, da sind... Warte, ich muss morgen noch ein Tier schlachten und dann können wir das alles gleich verwerten. Beziehungsweise... Ich bin ja echt gespannt, ob das mit der Zucht funktioniert. Ich komme da nicht ran, sage ich dir. Das war sehr unglaublich. Okay.
Ja, hier sind zwei Eier drin. Hier sind auch zwei drin. Und hier ist eins drin. Wo ist das Ding in, drin? Der Korb, den habe ich jetzt drin schon, ja. Okay, gut. Kriegt die denn ihre Babys? Also das würde mich jetzt mal echt interessieren. Mit E hinzufügen. Okay, jetzt habe ich dann Ei drin. Jetzt nehme ich den Topf und sage da hinzufügen. So, die Wurst, die da ist, ist mit Ei. Okay. So, ich komme mal mit dem Korb und hol die restlichen Eier. Hast du die in der Schublade drin gelassen? Ja. Ja, die ist offen, die Schublade. Also eigentlich habe ich sie aufgelassen. Ja, ja, die ja, alles gut. Ja, alles gut. Fünf Eier sind es. Okay. Juhu. Also die eine Wurst, die da jetzt neben dem Tisch liegt, ist schon mit Ei. Musst du da pro Topfen Ei reinmachen? Ja. So viele Eier haben wir ja gar nicht. Jetzt habe ich Frikadelle mit Ei gemacht. Na toll. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ja, wieder eine Woche nicht gespielt, dann merkst du dann schon, dass er nicht mehr unbedingt das so hinkriegst. Ich muss das Licht ausmachen, das blendet wahnsinnig. Hey, du sollst nicht den Korb nehmen, du sollst ein Ei nehmen.
Und von wegen, so viele Eier haben wir nicht. Ja gut, alles gut. So. Fleisch ist alle. Ja. So, da ist noch die verbleibende Wurst. Und wir haben noch ein paar Eier über. Na gut, fürs nächste Mal. Jo. Kommt ja nachher wieder was dazu. Ja, wenn wir dann merken, dass zu wenig Eier sind, müssen wir dann halt noch ein oder zwei Hühner dazu holen. Ne? Genau, so, jetzt lass uns noch die Nacht beenden, sonst... Oh ja, sonst ist es zu spät, genau, sonst geht's nicht mehr. Ja, damit sind wir am Ende dieser Folge. Schön, dass ihr da wart. Uns wird's freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar, vergesst das Abo nicht. Bis dann, tschüss! Tschüss!